Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Und heute geht es nochmal um das Thema Schimmel, denn zurzeit werden wir zugedeckt von Mietern und Vermietern, die über Schimmel berichten. Das ist jetzt Mitte Dezember natürlich auch die Hochsaison. Über Sommer trocknen die Wohnungen aus. Meistens so ab März, April hören wir nichts mehr vom Schimmel. Da müssen es schon wirklich ganz schlimme Zustände sein, wenn in dieser Zeit dann noch Schimmel vorhanden ist. Dann aber zur Heizsaison mit Verzögerung ein, zwei Monate, je nach Wetterlage, geht es dann richtig massiv los. Wenn Sie als Mieter in Ihrer Wohnung Schimmel entdecken, sollten Sie zügig tätig werden. Es gibt immens viele Schimmelpilzarten. Nicht alle sind gesundheitsgefährdend, aber es gibt eben gesundheitsgefährdende. Und ich sehe das in der Praxis, wenn die Mieter da schon mit tränenden Augen vor mir sitzen oder mit laufender Nase Kopfschmerzen. Und man sieht den Leuten teilweise, man denkt, die haben eine Grippe. Ja? Dabei ist das eben die Wohnungsluft. Und man muss auch leider sagen, dass die Gerichte das in vielen Fällen nicht ernst genug nehmen. Die Volksgesundheit, die hinter diesen Vorschriften zum Schutz der Mieter steckt, die wird da meistens nicht entdeckt. Ja. Deswegen ist es für Mieter besonders wichtig, wenn in der Wohnung Schimmel auftritt, umgehend tätig zu werden, denn es dauert danach noch lange genug. Das heißt, man fordert den Vermieter, also man zeigt dem Vermieter zunächst natürlich mal an, dass der Mangel da ist. Sofortige Anzeige, in meiner Wohnung ist Schimmel. Man hat sein Lüftungsverhalten natürlich vorher kontrolliert. Die Rechtsprechung verlangt, dass man mehrfach täglich stoßlüftet. Sie müssen natürlich nicht von der Arbeit nach Hause rennen, um da zu lüften und dann wieder zur Arbeit fahren. Aber im Rahmen dessen, was Ihnen nach Ihrer Lebensführung zumutbar ist, müssen Sie lüften. Das sollte man sowieso tun. Das ist auch energetisch sinnvoll. Also Sie sparen dadurch auch Heizkosten, wenn Sie mehrfach am Tag alle Fenster der Wohnung aufreißen, auch bei der größten Kälte, und einmal richtig durchlüften. Dann wieder zu. Kipplüften, also Fenster ankippen, ist alles immer ganz schlecht. Das bringt nichts, das ist energetisch schlecht. Also da können Sie komplett drauf verzichten. Wenn Sie also dieses Lüftungsverhalten überprüft haben, das ist völlig okay, dann liegt es nicht bei Ihnen. Dann sind es vermutlich Baumängel. Das heißt, man hat dem Vermieter den Mangel angezeigt. Man fordert ihn auf, unter Fristsetzung, 2 Wochen reichen hier, den Mangel zu beseitigen. Man kündigt an, dass bis zur Beseitigung des Mangels sämtliche Mietzahlungen unter Vorbehalt erfolgen. Man zieht die Miete nicht einfach ab, also man zieht die Mietminderung nicht einfach ab, sondern man fordert den Vermieter auf, innerhalb der Frist auch zu bestätigen, dass die Miete in der von einem selbst berechneten Höhe gemindert ist, und den fordert ihn auf, die überzahlte Miete, weil man hat ja unter Vorbehalt dann die volle Miete geleistet, diese überzahlte Miete zurückzuzahlen. Macht der Vermieter das innerhalb der 2-Wochen-Frist nicht, dann verklagt man den Vermieter auf Beseitigung der Mängel, also Beseitigung des Schimmels und der, vor allen Dingen, das ist das Wichtige, der Ursachen des Schimmels. Man verklagt ihn auf Feststellung der Höhe der Mietminderung, man verklagt ihn auf Rückzahlung der überzahlten Miete und gegebenenfalls auch noch auf Feststellung eines Zurückbehaltungsrechts. Ich habe nämlich nach ständiger Rechtsprechung ein Zurückbehaltungsrecht in Höhe des 3- bis 5-fachen Minderungsbetrages am Mietzins. Das ist darauf gerichtet, den Vermietern den nötigen Druck zu machen. Denn wenn wir sagen, wir haben zum Beispiel eine Mietminderung von 20%, dann sagt vielleicht der Vermieter, na, dafür schicke ich keinen Handwerker los, soll der doch mindern. Klage ich mir notfalls irgendwann später ein. Um das zu umgehen, kann man halt in Höhe eines 3- bis 5-fachen Minderungsbetrages die Miete einbehalten. Das ist ein scharfes Schwert, das sollte man aber niemals einfach tun. Also mindern Sie bitte niemals einfach die Miete oder machen Sie einfach Ihr Zurückbehaltungsrecht geltend. Das kann nämlich zur fristlosen Kündigung wegen Zahlungsverzug führen. Die Rechtsprechung ist da wiederum sehr streng mit dem Mieter. Wenn der Mieter sich irrt, auch geringfügige Irrtümer über die Ursachen oder über die Höhe der Mietminderung, dann ist unter Umständen eine Kündigung wegen Zahlungsverzug wirksam. Das wollen wir nicht machen, deswegen das von mir beschriebene Vorgehen, ein Musterschreiben, wie Sie das machen, ist in diesem Beitrag enthalten.
und Sie können damit dann sicher die Mängel beseitigen. Der Ablauf des Prozesses ist so, dass das Gericht dann vermutlich einen Sachverständigen bestellt, der sich das Ganze anguckt und der dann zu dem Ergebnis vermutlich kommt, dass es sich um Baumängel handelt und dann muss der Vermieter beseitigen. Die Höhe der Mietminderung wird vom Gericht im Wege der Schätzung festgelegt. Da gibt es im Internet alle möglichen Tabellen. Das sind nur Richtwerte. Letztendlich entscheidet das jeweilige Gericht und wie hoch dann die Mietminderung wirklich ist, lässt sich immer nur schwer prognostizieren. Ich sage immer so, man sollte da also höher rangehen, ja, da man kriegt meistens sowieso nicht den vollen Minderungsbetrag. Man muss natürlich auch immer ein bisschen die Kosten im Blick haben, weil wenn man jetzt zum Beispiel 80% Mietminderung fordert und nachher nur 5% bekommt, dann hat man den Großteil des Prozesses verloren und hat auch die Kosten. Das muss also jeweils genau überlegt sein, was man da tut. Und außerdem macht man sich auch bei zu hoher Mietminderung natürlich vor Gericht dann unglaubwürdig. Wobei es gerade, wenn es um Gesundheitsgefährdung wie im Schimmelpilzbereich geht, gerade dann muss man auch im Auge haben, dass man den nötigen Druck beim Vermieter aufbaut, dass der den Mangel auch wirklich nachhaltig beseitigt. Und wer dazu zögerlich ist, der kriegt das nicht hin. Viel Erfolg, danke für die Aufmerksamkeit.